So, Kleinanzeigen. Short, zu teuer, Reseller. Was ist das? Ja, genau. Ach, viel zu teuer. Hier findest du doch nie was, nichts. Oh, was ist das? Wow. Wenn das nicht der Schnapper der Woche ist. What is up, YouTube? Und seid herzlich willkommen. Jawohl, ja, es ist schon wieder Mittwoch zu einem neuen Schnapper der Woche. Yes, und ich habe es schon wieder getan. Ich habe schon wieder bei eBay Kleinanzeigen gleich kiloweise Games gekauft. Heute waren es PlayStation 2 Spiele. Die waren ehrlich gesagt auch nicht ganz so günstig. Der Verkäufer hatte einen großen Karton und sagte, Mensch, für die Spiele hätte ich gerne 85 Euro plus 5 Euro Versand. Ich habe mir die Spiele dann angeguckt und gesagt, das eine oder andere ist ja schon ein recht nices Spiel, ein recht gutes Spiel, das hätte ich gerne. Und ja, haben dann angeschrieben, ein bisschen hin und her und am Ende des Tages haben wir uns auf 75 Euro inklusive Versand geeinigt. Ich bin mir aber ganz ehrlich gesagt nicht 100% sicher, ob das jetzt wirklich ein riesiger Schnapper der Woche ist. Ganz ehrlich, 75 Euro sind auch ein bisschen Geld, aber ja, es waren noch ein paar richtig gute Spiele dabei. Und wie immer, ich habe nur einmal kurz reingeguckt in die Kiste. Ja, ist alles da, sieht gut aus. Und ich hoffe, die Spiele sind komplett. Ich bin auf die Zustände gespannt. Gerade bei so 3-4 Titeln, die ich unbedingt haben möchte und die auch ein bisschen wertvoller sind. Aber komm, wir fangen direkt an und packen die schwere Kiste aus. Hier ist sie auch schon. So, und mich lächelt gerade ganz oben das iToy Play Sports an. Ja, super gut, ist tutti completi und quasi gar nichts wert, würde ich mal sagen. Dafür aber in traumhaften Zustand, sehr schön und eine tolle orangene Hülle. Mega. Weiter geht's mit einem der Highlights meiner Meinung nach. Parappa The Rapper Teil 2. Der ist gar nicht so billig und ist auch recht selten. Und guck mal hier, komplett richtig schöner Zustand. Und wir schauen mal. Hier gibt es ja wieder so eine kartenähnliche Anleitung. Und die ist echt noch, die ist in einem schönen Zustand. Richtig toll. Ich guck mal, ob ich es dort auseinander gefaltet bekomme. Ja, ihr seht, ne, die ist halt wirklich quasi wie neu. Super cool. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Dazu gibt es noch den... Den Beard Burger, den Bart Burger. Was ist das? Ah, das ist die das ist die Anleitung hier. Was machst du eigentlich wie und überhaupt? Cool Stuff, ja. Dafür hat sich, ich will nicht sagen, schon mal gelohnt, aber das war halt tatsächlich einer der Titel, warum ich das Bundle gekauft habe. Parappa The Rapper Teil 2. Weiter geht's. Spider-Man geht sowieso immer. Ultimate Spider-Man ist gar kein schlechter Titel. Ist in schönem Zustand. Wir gucken rein. Jo, ist auch drinne und komplett. Sehr schön. Das freut mich. Den hatte ich nämlich noch nicht für die PS2. Cool. Dann, was ist denn hier los? Das ist Heroes of Might and Magic. Auch nicht der günstigste Titel. Aber guckt mal, ich halte es euch mal ganz nah hin. Ich hoffe, man kann es sehen. Seht ihr die Fußballkarte? Der Herr Götze ganz vorne. Ich werde wahnsinnig. Ja, Mario Götze, der Sticker ist hoffentlich nicht auf dem, Tutti Completi, auf dem Label. Wir gucken mal. Nee, ein Glück. Der Herr Götze ist tatsächlich ein einzelner Aufkleber. Vielen Dank dafür, da hat sich das Paket ja schon gelohnt. Heroes of Might and Magic, Quest for Dragonbone Staff. Nicht günstig und nicht mehr so oft zu finden, hat mir tatsächlich auch gefehlt. Somit bin ich schon mal recht happy. Wir gucken weiter. Oh, die Kiste ist zugestopft. Ridge Racer, der fünfte cooler Fun Racer. Nicht der teuerste Titel, absolut nicht. Aber auch hier Tutti Completi. Einmal die Disc anschauen. Joa, die ist okay. Die kann man gegebenenfalls mal schleifen, aber ist jetzt auch halb so wild bei so einem Titel. Weiter geht's mit NBA Live. Jawohl, ja, 2002. Auch hier, ne, richtig schöner Zustand. Das hast du auf den Fotos schon gesehen. Die Dinger sahen halt alle echt hübsch aus. Und ja, da freue ich mich, ne, bevor du so eine verratzte große Box irgendwie kriegst, wo irgendwie jede Hülle irgendwie eine Macke hat und die CDs. Und so ist schön, das gefällt mir gut. Als nächstes, auch das habe ich auf dem PC, meine ich, gespielt. Theme Park World, wo du diese Simulation von einem Amusement Park hast. Auch hier wieder Tutti Completi. Ich gucke einmal auf die CD kurz. Die ist
top, die ist perfekt. Sehr schön. Hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Mega damit. Weiter geht's mit, und mit Yu-Gi-Oh! Konnte ich noch nie viel anfangen. Yu-Gi-Oh! Und zwar das Kapselmonster Kolosseum. Uiuiui. An dieser Stelle auch wieder komplett. Alles wirklich in einem richtig tollen Zustand. Very nice, very cool. Als nächstes auch nicht ganz so, ja, so ein mittelmäßiger Titel. Champions of Norath. Der kostet in Amiland richtig viel Geld, ne? Das weiß ich noch. Oh, guck mal, hier hat die Hülle eine kleine Macke. Das macht nichts. Dafür auch hier drin wieder alles super in Ordnung und komplett mit Anleitung. Ist in Amiland ein recht teurer Titel mittlerweile bei uns. Ich glaube so mittelmäßig, ne? Jetzt nicht wirklich der teuerste Titel ever. 10,15 Euro, nicht sicher. Weiter geht's, tolles Spiel. Serious Sam und The Next Encounter. Auch hier richtiges Spiel drin, samt Anleitung. Very nice. Was sagt ihr, 75 Euro bis jetzt? Ja. Jetzt wird's besser. R-Type Final, der großartige Shooter, das großartige Schmapp, hatte ich ja vor langer Zeit mal in einem An- und Verkauf gefunden. An dieser Stelle, oh ja, die ist ja, das ist dann mal ein Upgrade, die ist wirklich traumhaft, die CD. Cool, mit Anleitung. R-Type Final, kein günstiger Titel mehr. Nice. Dann, oh, das ist ja schön. Findet Nemo in der Platinum-Version. Ach, wie schön. An dieser Stelle aber auch komplett cool. Very nice. Weiter geht's mit dem Autobahnraser World Challenge. Ich hoffe ja immer noch auf das Cobra 11 aus der vorigen Schnapper-Serie. Aber es ist tatsächlich der Autobahnraser hier drin. Alles gut soweit. Weiter geht's mit, und das ist tatsächlich auch was ich gerne haben wollte. Das ist kein gutes Spiel, ne? Miami Vice, hier steht drauf, Sea, Sun and Crime. Und wenn ich die Screenshots hier hinten drauf sehe, das muss ich mal reinlegen. Das sieht ja so richtig trashig aus. Oh, und hier ist aber tatsächlich, hier sind Knight Rider Flyer drin und DVD-Flyer für Miami Vice, aber keine Anleitung. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ob hier eine so dabei sein muss. Müsste aber eigentlich. Ich kenne eigentlich kein PS2-Spiel, was ohne Anleitung released wurde. CD ist top. Aber scheinbar fehlt hier die Anleitung. Was schade ist, aber es sieht so trashig aus. Voll interaktiv, basierend auf einer echten TV-Folge. Inklusive der Originalmusik Miami Vice Theme. Wow. Verrückt. Komm, weiter geht's. Mit NHL 2002, ein bisschen Eishockey, wieder Tutti Kompletti, und ihr seht das, ne? Die Zustände sind mal wieder ein absoluter Traum. Und ja, 75 Euro, aber ich glaube, und ich weiß ja, was noch kommt. Ah, so, Mace Griffin Bounty Hunter, ein Titel, der mir gar nichts sagt. Die Jagd hat begonnen, das kenne ich nicht. Das kenne ich tatsächlich nicht, das Spiel. Das muss ich mir angucken. Kennt ihr das? Mace Griffin, der Bounty Hunter? Lasst es mich gern da unten mal wissen. Taugt das? Ist das gut? Ich kenne es tatsächlich nicht. Oh, dann was ganz Wichtiges. Dance Europe in so einer schönen rosa Coverart Verpackung. Auch hier wieder Tutti Kompletti. Schöner, schöner Zustand. Oh, guck mal, hier sind 16 weitere Dance-Hits neben Run DMC, That's the Way It Is, und den Sugar Babes und was nicht alles. Und oh, Last Ketchup, ganz wichtig, ist hier natürlich auch drauf mit dem Ketchup-Song. Mega. Bestimmt irgendwann mal ganz wertvoll. Bestimmt. Weiter geht's, und das wollte ich tatsächlich auch haben. Castlevania Curse of Darkness. Rache ist süß, und jetzt bitte sei komplett. Jawohl, ja. In Tutti, kompletti, schöner Zustand. Die Disc, wartet kurz. Ja, wie neu, da siehst du gar nichts dran. Ha, ein Traum. Ja, das wollte ich tatsächlich haben. Ist gar nicht so günstig, wenn du es einzeln kaufst. Und ja, jetzt bin ich schon recht happy mit dem Paket. Aber wir machen trotzdem mal weiter. Moto GP in der Platinum-Version. Das ist so ein Motorradracer. Ist okay. Dann, oh cool, Star Wars Starfighter in so einer sehr interessanten Hülle. Ist das denn, geht das wieder los? Ist das denn echt? Das Spiel hat keine Anleitung und, hey, das Ding ist gedruckt. Ist geprintet. Interessant, das interessiert mich nicht. Das Spiel hingegen ist aber, nee, das ist keine Copy, das ist tatsächlich das,
das ganz echte Spiel. Nur das Coverart war gedruckt. Okay, interessant. Dann World War One, Aces of the Sky. Ich kenne World War II, da gibt es auch so einen Fliegersimulator. Cool, habe ich auch noch nicht gehabt. Sieht auch hier wieder wunderschön aus. I like it. Ist noch mehr drin. Battlefield Teil 2 Modern Combat. Kein besonderer Titel, dafür aber besonders schön und komplett. Jo. Dann Final Fantasy Teil 12. Ja, super Spiel. Ja, kostet jetzt auch nicht die Welt, ist aber, guckt mal, ist samt Anleitung plus dem Flyer fürs Lösungsbuch plus gewinnen Sie eine PlayStation Portable. Ja, also wirklich alles an Paperwork dabei, was es so gab. Und wie gesagt, alles in einem richtig schönen Zustand. Da ist das schon in Ordnung, denke ich, oder? So, weiter. Ein bisschen was ist noch da. The Evil Twin ist noch da. Von Ubisoft. Ein ganz cooles Game eigentlich. In Tutti Completi. Ist jetzt auch nicht irgendwie was richtig, richtig Teures oder so. In wunderschön noch dazu. Mega. Oh. Das ist interessant. Kennt ihr das, wenn diese... Wenn die nicht mehr zuklicken, weil da was abgebrochen ist? Jo, da muss man gegebenenfalls mal die Hülle austauschen beim Evil Twin. So, jetzt habe ich hier ganz interessanten PlayStation 1 Spiel dazwischen in ja, in sehr schönem Zustand, den Caesar's Palace 2000, der ja, das ist hier so eine Las Vegas Simulationsgeschichte mit unterschiedlichsten mit unterschiedlichsten Slot Machines und so Zeug, inklusive der Anleitung und natürlich dem Spiel in sehr schönem Zustand. Okay. Warum nicht? Warum nicht? So, und dann sind noch zwei Spiele drin. Einmal von Play It, die Arcade Classics Volume 1. Das ist nichts Besonderes, ist auch nicht besonders viel wert, ist aber komplett. Jemand hat nur die Anleitung falsch rum reingelegt. Das mag ich nicht. Könnt ihr das auch nicht haben, wenn ich Sachen in der Sammlung habe. Ne? Das muss schon ordentlich da drin aussehen. Mann, Mann, Mann. So, einen noch, das Ding kommt weg. Der Sky Surfer, das ist ein Snowboard-Ding oder was ist das? Oder ich springe von einem Hubschrauber und fahre dann irgendein Board, keine Ahnung. Ist aber auch an dieser Stelle komplett, glaube ich, nichts Besonderes, macht nichts. Damit komplettiert es aber das ganze Paket hier. Und wie gesagt, 75 Euro. Jetzt so im Nachhinein, wo ich die Zustände gesehen habe, ist das okay, oder? Also ich, ja, gerade das Castlevania ist cool, das Rapper, der zweite Teil. Und doch, ich würde sagen, es ist okay. Was sagt ihr? Hättet ihr das Ding für 75 Euro gekauft? Oder hättet ihr gesagt so, ja, nee, doch zu viel Shuffleware dabei und die zwei, drei Spiele, das wäre es mir nicht wert? Lasst es mich gerne da unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns schon am kommenden Sonntag zu einem neuen Video. Bleibt gesund, bis dahin, euer Lario.